Hey, wir wollen zu dem Ordinationsteil kommen und ich bin sehr aufgeregt. Wir werden unsere Katharina heute ordinieren. Komm gerne nach vorne und unseren Marco. Komm auch gerne nach vorne. Schön. Ja, das ist ja echt spannend, gerade in dieser Zeit, da war auch immer diese Frage, ja, kriegen wir diese Ordination und kriegen wir diesen Gottesdienst zustande und so, aber ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass wir diesen Schritt gehen dürfen, weil das ist so ein Statement, oder? Dass wir mitten in dieser Zeit auch sagen, hey, wir sind eine Kirche, die Pastoren, Pastorinnen ausbildet, das macht mich so total froh, Teil dieser Kirche zu sein. Und so wie wir es gerade eben auch gehört haben, das ist dieser Auftrag, zu dem Gott uns gerufen hat. Und das hört sich ja manchmal so ein bisschen mystisch an, ne? So, keine Ahnung, irgendwie eine Steintafel ist runtergefallen und es hieß so, werde Pastorin. Und deswegen dachten wir, Katharina, ich frage dich mal als erstes, wie du diesen Ruf vernommen hast, Pastorin zu werden. Genau so war es, Jimmy, Steintafel. Wo ist die Steintafel? sorry, habe ich vergessen mitzubringen. Nein, genau, für die, die mich nicht so gut kennen, ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen und Glaube und Kirche war sehr wichtig, aber so vom lebendigen Glauben und von Jesus hatte ich noch nie so richtig was gehört. Und dann bin ich mit Jesus in Kontakt gekommen, habe ihn kennengelernt, bin dann zum Glauben gekommen, dadurch, dass ich selbst eine Heilung erlebt habe von Diabetes Typ 1, also die medizinisch sich auskennen, wissen, dass diese Krankheit unheilbar ist. Und ich war sehr jung zu dem Zeitpunkt, 11 Jahre. Und für mich war das einfach, Jesus schenkt mir ein neues Leben. Und deswegen möchte ich ihm mein ganzes Leben schenken. Egal was kommt, egal was sein wird, ich war fest, ich will Jesus mein ganzes Leben schenken. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh, das sagt jeder, wenn er Jesus kennenlernt. Aber ich habe mir das irgendwie echt so zur Aufgabe gemacht, dass ich gesagt habe, egal wo, egal wie, Jesus, ich will dir alles geben. Und ich habe angefangen, jeden kleinsten Dienst in der Gemeinde zu machen. Ich glaube, ich war in jedem Kinderdienstgruppe vom Alter her, bin ich alles durch und habe immer geguckt, aber ich hatte immer das Gefühl, hey, Gott hat da noch mehr. Irgendwann kommt da noch was mehr. Und da habe ich mich angefangen auszustrecken und ihn zu fragen, hey, was ist das, was du für mich bereithältst? Und dann mit 16 Jahren hatte ich eben dafür genau gebetet, schon länger einen Zeitraum. Und irgendwann habe ich das in meinem Herzen wirklich so vernommen, Pastorin. Konnte ich gar nicht einordnen. Ich kam aus einer Gemeinde, da waren Frauen überhaupt nicht auf der Bühne und Vollzeitdienst gibt es dort auch nicht. Und deswegen habe ich das direkt verdrängt und habe einfach so weitergemacht, wie ich das bisher kannte. Und habe aber erlebt, dass Jesus uns immer nur so weit führt, wie wir bereit sind zu gehen. Und er hat mich dann einfach andere Schritte geführt und immer weiter. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt hat er alle Umstände quasi so hingelegt und das hochgeholt und hat gesagt, hey, guck mal, da habe ich dir ja schon deine Berufung zugesprochen und jetzt weißt du auch, wie du es angehen sollst. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich in den Vollzeitdienst gegangen bin, Theologie studiert habe und jetzt heute hier bin. Ja, mega cool. Hammer. Ja, freuen wir uns, dass du diesem Ruf gefolgt bist und dass du heute bis zu diesem heutigen Tag über Höhen und Tiefen diesen Weg gegangen bist. Nun ist das ja nicht unser Aufruf, jetzt alle werft alles hin, ne, und folgt der Kathi. Und wenn so junge Frauen vielleicht gerade so zuhören und denken, aber ich wollte ja eigentlich Lehrerin werden oder was anderes studieren. Was möchtest du denen vielleicht sagen, auch gerade ihrem Ruf zu folgen? Ja, ich glaube, dass, so wie ich es vorher gesagt habe, dass Gott uns immer Schritt für Schritt führt. Und jeder hat einen anderen Ruf, eine andere Berufung. Aber ich glaube, dass jeder eine Berufung hat. Ob das dann Lehrer ist, es haben auch Leute eine Berufung, Hausfrau zu sein und mal eine Zeit zu Hause mit den Kindern zu sein. Das kann auch eine Berufung sein, aus meiner Perspektive. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, einfach Gott zu fragen, hey, was ist mein nächster Schritt? Bin ich da, wo du mich haben möchtest? Oder ist es wichtig für mich, den nächsten Schritt zu gehen? Und wenn ja, also wenn ein nächster Schritt dran ist, auch diesen Schritt zu gehen. Und das würde ich einfach jedem mitgeben. Zwäng dich nicht rein in irgendwas. Also das war ja nicht in meiner Vorstellung. Ich kannte das gar nicht, dass man als Frau Pastorin sein kann. Aber sei einfach offen, Gott dir zu zeigen,
was deine Berufung ist, was dein nächster Schritt ist und dann geh den auch und dann wirst du vielleicht verwundert sein, was alles für andere Schritte folgen. Kati, wir feiern dich. Wir sind richtig happy. Ich kenne Kati, ich glaube mit 18 habe ich dich kennengelernt, als du 18 warst. Richtig cool, dich hier heute auf der Bühne zu sehen mit diesen fantastischen Schuhen. Kriegt man die drauf? Also ich glaube, sie ist bereit. Sie ist bereit, eine Frau des Herrn zu sein. Come on, let's do it. Okay, Marco, ja, unser feiner Herr, wir kennen dich ja jetzt erst seit anderthalb Jahren. Oder ich kenne dich jetzt seither und freue mich voll, dass du auch deine Zeit hier bei uns in deinem Vikariat hier abgeschlossen hast. Und hast ja woanders begonnen, aber hier abgeschlossen. Richtig cool auch mit Krawatte. Sag du uns doch nochmal, weil das interessiert, glaube ich, nicht nur so in einem Gottesdienstformat. Ja? Weil ich werde immer wieder gefragt, so wie kommt man eigentlich dazu, Pastor zu werden? Frage ich mich manchmal auch so, ja? Weil wäre ich mal Eisverkäufer geworden, da machst du immer alle glücklich. Ne? Aber so wird das auch eine Frage sein, die dir, glaube ich, auch immer wieder mal begegnen wird, auch in deinem Fitnessstudio und so. Üb doch mal hier und beantworte uns mal diese Frage, wie wird man eigentlich Pastor? Ja, also es wurde schon einiges gesagt. Also im Grunde genommen geht es genau darum, dass Jesus mein Herz mit seiner Liebe und seiner Gnade erfasst hat. Das war der Punkt. Also Jesus hat mein Herz mit seiner Liebe und seiner Gnade erfasst. Und das Einzige, was ich ihm geben konnte, ist aus Dankbarkeit mein Leben. Aus Dankbarkeit für das, was er in meinem Leben getan hat, dass er mein Leben verändert hat, dass er mir so viel Gnade und Liebe und so viel Geduld geschenkt hat. Das Einzige, was ich ihm geben kann, ist aus Dankbarkeit mein Leben. Und so hat es angefangen, dass ich dann gesagt habe, okay, Jesus, ich möchte dich nicht nur als Begleiterscheinung in meinem Leben haben, sondern als Teil meines Lebens, als Gestalter meines Lebens. Und so hat dann Gott nach und nach eben zu mir gesprochen, durch verschiedene Situationen, durch verschiedene Menschen, auch durch die Bibel. Und dann hat er meinen Weg so geebnet in Richtung Bibelschule, Theologiestudium. Und das hat dann dahin geführt, dass ich dann irgendwann mal hier auch gelandet bin. Und wir wissen noch nicht, ich weiß noch nicht ganz genau, ob es jetzt der Pastor ist oder eine andere Berufung. Das Einzige, was ich weiß, ich bin einfach da für Jesus. Und dahin, wo er mich schicken will, da will ich hingehen. Ja? Und das will ich auch tun, so wie er es möchte. Hammer. Hammer. Ja, das ist richtig cool. Marco, kennt man vielleicht jetzt noch nicht so sehr vor der Kamera, aber wenn du irgendwie über ein Social Media oder so in Kontakt gekommen bist, dann ist das eigentlich das Gesicht hinter den Ideen und hinter diesen Texten auf Instagram und so. Ich will ihn jetzt nicht als Online-Pastor abstempeln, aber er ist da doch sehr, sehr, sehr viel unterwegs in dieser digitalen Welt. Danken wir dir, dass du da einfach das in Treue tust. Und hier nochmal ein Wort auch, das ist wahrscheinlich auch bei Kati so, dass gerade auch in diesen Umständen dann auch viele ihrer Freunde nicht dabei sein können. Ich glaube, deine Familie wäre eigentlich geplant, hier zu sein. Auch wollten irgendwie Flugreisen haben und so, das mussten sie alle absagen. Aber vielleicht wollte er dich nochmal grüßen. Willst ja, du, ich habe schon in die Kamera gewunken. Hallo. Ja, kannst auch ruhig nochmal was ganz Privates da einfach so, auch nochmal durchsprechen. Ja, sag doch mal, sag irgendwas auf Ciao, Italienisch. Mama. Ciao, Mama. Come on, okay. Genau. Okay, wir wollen zu dem offiziellen Teil kommen. Wir sind gespannt und danken dir auch, Pastor Ingolf, dass du dir auch dafür diese Zeit genommen hast, ein Teil des Präsidiums des BFPs hier auch dabei zu sein und diesen offiziellen Teil zu machen. Würde ich dich gerne nach oben bitten und Pastor Mario, dass du auch dich schon mal bereit machst. Liebe Katharina, ich möchte bei dir anfangen. Ladies first. Ich habe einige Fragen mitgebracht von unserem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Diese Fragen erwischen dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß, sondern sie sind vorher mit euch durchgearbeitet worden. Marco, auch bei dir. Und ich muss sagen an dieser Stelle, das ist ein heiliger Moment. Da liefert man ein Versprechen vor Gott unter Zeugen,
und wird Kraft und Segen empfangen, nachher diese Schritte auch zu gehen. Katharina Keinert, du weißt dich von Gott zum geistlichen Dienst berufen und stehst heute hier in Gottes Gegenwart, um vor Gott und der versammelten Gemeinde deine Berufung festzumachen und in den pastoralen Dienst einzutreten. So frage ich dich, bist du bereit, diese Berufung Gottes nach Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Priorität in deinem Leben einzuräumen, auch wenn du dadurch Nachteile hast und Opfer bringen musst? Dann sage, ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Willst du deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und in Erfüllung deiner Berufung auf deine geistliche Gesundheit und persönliche Entwicklung achten? Bist du bereit, die Maßstäbe christlicher Lebensführung und Nächstenliebe für dich als verbindlich anzusehen und dich um einen vorbildlichen Lebensstil zu bemühen? Und bekennst du dich zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift und bist bereit, zu allen Wahrheiten der Bibel zu stehen und sie zu verkündigen, dann sage, ja, ich gelobe es. Ja, ich gelobe es. Bist du bereit, dir die von Gott anvertraute Gemeinde, welche auch immer es sein wird, zu lieben, zu fördern, vor Schaden zu bewahren und mit ganzer Kraft aufzubauen? Und willst du dich um das Heil der anvertrauten Menschen mühen, niemanden aufgeben und dich verpflichten, das Beichtgeheimnis zu bewahren? Und bist du bereit, die Einheit auch in unserem Bund des BFP zu pflegen, zu bewahren, auch deine Loyalität und Einordnung in die Verfassung und Richtlinien des BFP zu achten? Dann sage, ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun. Ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun. Dann komme ich zu dir, Marco. Jetzt habe ich es geschafft. Auch du weißt dich von Gott zu diesem geistlichen Dienst berufen und stehst heute auch hier mit uns in Gottes Gegenwart, um vor Gott und der versammelten Gemeinde deine Berufung festzumachen, um in den pastoralen Dienst einzutreten. Die Ordinationsfrage, die ich dir auch am Anfang stelle, ist: Bist du bereit, dieser Berufung nach Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Priorität in deinem Leben einzuräumen? Auch wenn du dadurch Nachteile hast und Opfer bringen musst, dann sage, ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Willst du deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und in Erfüllung deiner Berufung auf deine geistliche Gesundheit und deine persönliche Entwicklung achten? Und bist du bereit, die Maßstäbe christlichen Lebensstils und Nächstenliebe für dich als verbindlich zu erklären und dich so auch um einen vorbildlichen Lebensstil zu mühen? Und bekennst du dich zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, der Bibel? Bist du bereit, die ganzen Wahrheiten der Bibel zu verkünden? Dann sage, ja, ich gelobe es. Ja, ich gelobe es. So frage ich dich noch, ob du bereit bist, die von Gott dir gegebene anvertraute Gemeinde zu lieben, zu fördern, vor Schaden zu bewahren, mit ganzer Kraft zu bauen. Willst du dich um das Heil der dir anvertrauten Menschen mühen, niemanden aufgeben und dich verpflichten, das Beichtgeheimnis zu wahren? Und bist du bereit, auch die Einheit unseres Bundes, BFP, zu fördern und deine Loyalität zu leben, auch durch Einhaltung der Richtlinien und Verfassung, dann sage, ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun. Ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun. Ich habe ja schon hunderte von Trauungen durchgeführt von Ehepaaren und ich muss sagen, diese Ordinationen haben etwas von dem. Es ist eine andere Ebene der Verbindung. Es ist eine Sache zwischen Gott und dir. Und ich bin ja auch nur Briefträger.
und stell seine Fragen auch für dein Leben. Und wir alle haben gehört, was du gesagt hast. Wir werden nachher beten, dass ihr Kraft und Gnade habt, das auch umzusetzen. Der Segen findet sofort statt. Pastor. Ja, ich dachte, das kommt. Na gut, mache ich das so rum. Wir haben also hier ein Dokument für dich, Katharina. Das ist die Ordinationsurkunde. Das darf die Kamera auch mal kurz anschauen, wenn es denn nicht blendet. Und darauf steht, dass du am 17. Februar 1993 in Schwenningen geboren bist und nach vollendeter Ausbildung und Bewährung im Dienst am 25. Oktober 2020 in Bonn zur Pastorin des BFP ordiniert wurdest. Manche hängen sich das in einen schönen Rahmen in ihrem Büro, andere bescheiden irgendwo in der Schublade, wie auch immer du das handhabst. Es ist dein Dokument für diesen Tag. Das Gleiche. Marco, das Gleiche gilt auch dir, was ich eben gesagt habe zur Katharina. Ein schönes Dokument, unterschrieben hat der Präses und unser BFP-Generalsekretär. Es sei dir eine gute Erinnerung. Und jetzt gebe ich euch noch etwas. Das ist keine Kreditkarte des Himmels, sondern das sind eure BFP-Pastorenausweise. Und mit diesem Ausweis geht so manche verschlossene Tür auf. Ob man wohl Gefängnisbesuche macht oder auf der Intensivstation Sterbende noch begleiten muss. Oder was ich auch ab und zu mal erlebt habe als Vielfahrer auf der Autobahn bei Unfällen, man durch die Absperrung durchgehen kann, um denen, die da oft in den letzten Atemzügen liegen und noch was loswerden wollen, als Pastor eine Beichte abzunehmen. Und das Gleiche auch für dich. Jetzt dürft ihr applaudieren. Zur Erinnerung. So, eine echte Pastorin ist nichts ohne ihren Mann. Ich bitte Freddy nach vorne, der hat übrigens heute Geburtstag. Gratuliert ihm doch auch nochmal. Das Gleiche, ein echter Pastor ist nichts ohne seine Frau Aische. Bitte kommst du auch nach vorne. Pastor Ingolf und ich, wir haben jetzt das Vorrecht, euch vier zu segnen. Es ist so großartig, dass wir als Ehepaare Gott dienen dürfen. Und wenn ihr möchtet und noch Kraft habt, steht auch mit uns auf. Und wenn ihr möchtet, streckt eure Hände aus. Ingolf, betest du zuerst und dann mache ich den Abschluss. Unsere Augen des Herzens schauen auf dich, Jesus Christus, der du zur Rechten Gottes sitzt und alle Macht hast. Du hast berufen und nun bitten wir dich, um einen Segen, diese Erwählung festzumachen. Dass es ein Dienst wird, der ihr ganzes Leben bestimmt. Wir beten darum, dass sie Kraft haben für diesen Dienst, die von dir kommt. Amen. Wir beten um Weisheit, auch sich selbst zu lieben und die Nächsten zu lieben. Wir beten um Leidenschaft, dich zu lieben. Wir beten um einen offenen Himmel, wenn sie beten. Wir beten um Kraft, wenn sie durchdringend beten. Wir beten, dass Segenströme durch sie gehen, wenn sie für andere beten. Möge es so sein, dass deine Hand durch sie regiert und wohltut unter den Menschen in vielfacher Weise. Amen. Amen. Katharina und Freddy, Aische und Marco, als ich heute für euch gebetet habe, hat der Herr mir ein Wort der Ermutigung für euch geschenkt. Möget ihr es prüfen. Es ist die Geschichte aus Johannes 21, Vers 16. Die Jünger in einer tiefen Krise waren, weil sie haben es nicht verstanden, wie die Geschehnisse mit Jesus und seiner Kreuzigung geschehen sind. Sie haben einen Sieg erwartet und eine Niederlage kam. Und sie haben die ganze Nacht in dem gearbeitet, was sie gelernt hatten als Fischer und nichts gefangen.
und Jesus begegnet ihnen am Strand bei Tiberias. Und er spricht zu Simon: Liebst du mich? Und Simon sagt traurig: Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt: Weide meine Schafe. Ich glaube, dass der Herr heute zu euch spricht. Vielleicht ist es nicht ein Wort für heute, sondern vielleicht für kommende Jahre. Denkt immer daran, auch wenn Tage kommen der Niederlage, Tage, wo ihr euch verlassen fühlt von Gott. Es ist nicht wichtig, was ihr leistet. Es ist auch nicht wichtig, ob ihr erfolgreich seid. Das Einzige, was wichtig ist, dass ihr sagen könnt: Jesus, ich liebe dich. Das ist der Schlüssel. Und so möchte ich diese vier Menschen vor dir segnen. Ich danke dir, Herr, dass sie immer erfolgreich sein werden, wenn sie an deinem Herzen ruhen. Wenn sie dich lieben, Herr, wenn das Feuer der Liebe Christi in ihnen brennt. Dann ist es egal, wie die Umstände sind. Dann ist es egal, welches Tal oder welchen Berg sie durchstreiten. Ich danke dir, Herr, dass sie dann immer erfolgreich sein werden. Und so der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sagen zusammen: Amen. Auch nochmal Dankeschön. Ich weiß, für dich eigentlich eher Eiweißpulver und so, aber kannst du ja mit deinen Gästen teilen. Herzlichen Glückwunsch. Hey, ihr dürft euch gerne setzen, aber wir haben für euch noch eine Videobotschaft. Es ist so, dass wir auch regional unterwegs sind und unser Regionalleiter Eckbert, der hat alle Termine geschoben, um heute hier zu sein, aber er muss in Quarantäne, weil er in Kontakt war und so, und da wir das ja alles auch vorschriftlich dann auch da Folge leisten, eine Videobotschaft. Hallo Katharina, hallo Marco. Ihr feiert heute eure Ordination und ich wäre echt total gerne selbst dabei gewesen, um euch meine Wünsche rüberzubringen. Das hat leider nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch das Allerbeste für diesen Tag, für euer Leben, für euren Dienst. Und ich wünsche euch vor allen Dingen, dass sich Gottes Wesen in eurem Leben mehr und mehr widerspiegelt. Und wenn ich an Gottes Wesen denke, dann denke ich in dem Fall an Epheser 4, Vers 11. Dort ist ja eigentlich von Diensten die Rede, aber letzten Endes spiegelt sich in diesen Diensten Gottes Charakter, Gottes Wesen wider. Und Gott ist jemand, Gott ist ein Gott, der sendet. Gott ist ein Gott, der Offenbarung schenkt. Gott ist ein Gott, der gute Nachrichten schenkt und uns damit auch Hoffnung gibt. Gott ist ein Gott, der fürsorglich mit uns Menschen umgeht und der uns lehrt und trainiert. Und all das spiegelt Gottes Herz wider. Das ist sein Anliegen. Und mein Wunsch für euch ist, dass ihr dieses Herz von Gott im Laufe eures Lebens, im Laufe des Dienstes immer mehr entdeckt. Denn wenn das passiert, werdet ihr selbst dadurch verändert und auch durch seine Eigenschaften geprägt. Und das, was Gott in euer Leben von seinem Wesen hineingelegt hat, das kann dann auch die Gemeinde mitprägen. Und genau das wünsche ich euch für jeden Tag eures Lebens und Dienstes. Und ich glaube, dass es da auch kein Ende im Wachstum gibt und im Entdecken von Gott selbst. In diesem Sinne, seid gesegnet und ich wünsche euch einen richtig tollen Tag. Und ich denke, wir werden uns andermal sehen. Und dann können wir mal ein bisschen quatschen. Bis dann, alles Gute. Genau, und die Kathi würde ich einfach nochmal gerne nach vorne bitten. Die ist seit mehreren Jahren bei uns in der Jugend auch Jugendpastorin und ich darf dir im Namen der ganzen Jugend nochmal gratulieren. Wir wollten uns das nicht nehmen lassen, dir auch hier nochmal was Kleines zu überreichen.
Wir sind so dankbar für all das Investment, was du in uns gibst, jede Woche neu Predigten schreibst und jetzt auch während der Corona-Zeit, das kann echt anstrengend sein und das sehen wir auch und haben uns gedacht, wir schenken dir und dem Freddy auch, zu deinem Geburtstag, etwas Entspannung in Form von einem Gutschein für die Therme in Euskirchen. Bitteschön. Genau. Ja. Und zusätzlich haben wir euch noch ein Video abgedreht, das jetzt gleich abgespielt wird. Wir haben einmal formuliert, was wir an dir schätzen und was wir dir fürs für die kommende Zeit jetzt als Pastorin wünschen. Genau. Also alles Gute und nur das Beste im Namen von der ganzen Jugend. Vielen, vielen Dank. Ich schätze an dir, dass du authentisch bist und deine Predigten ultra viel Kraft haben. Ja, es ist einfach wunderbar, wie du lebst mit Gott. Ja, Kathi, was ich ganz besonders an dir schätze, ist wirklich auch einfach deine Feedback-Kultur und wie du Dinge aufnimmst und wahrnimmst, die ich selber manchmal gar nicht wahrnehme. Ich schätze an dir deinen Weitblick, dass du alles Mögliche siehst, was andere vielleicht nicht sehen und dass du trotzdem den Einzelnen nicht aus den Augen verlierst. Dass du Menschen liebst und dass du alles dafür tust, dass Menschen das auch bemerken und dass sie das spüren. Ich liebe es, mit dir zu dienen und mit dir auf Missionsreisen zu gehen, weil du wirklich mir zeigst, dass dir Menschen wirklich sehr viel bedeuten. Ich schätze an Kathi, dass sie immer für mich da ist. Sie ist die erste Person, die für mich betet, wenn ich ein Problem habe. Hey Kathi, ich schätze an dir total, dass du unsere Jugend mit so viel Liebe zum Detail leitest und einfach dich total in die persönlichen Beziehungen zu den einzelnen Jugendlichen und zu den Leitern von den verschiedenen Teams investierst. Ich schätze an Kathi, dass sie sich für den Einzelnen in der Jugend interessiert und dass sie wirklich so viel investiert für uns Jugendliche und dass sie uns auch signalisiert, wie wertvoll wir sind, dass wir da richtig gut geprägt werden von ihr und dass sie da so ein gutes Vorbild ist für uns. Ich schätze an dir, dass du immer so ein offenes Ohr hast für alle Mitarbeiter, dass du stets so besorgt bist und um unser Wohl und wie es uns geht und auch hinterfragst, wie es uns in unserem Alltag geht und nicht nur quasi den Dienst siehst, den wir leisten, sondern man fühlt sich einfach so wohl. Liebe Kathi, an dir schätze ich sehr die Motivation, die du jedes Mal bei der Jugend zeigst. Ich schätze an Kathi ihre Zuverlässigkeit, ihre Fähigkeit, in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und ihr Herz für Gemeinde- und Jugendarbeit. Hey Kathi, ich schätze an dir, dass du mega spontan bist, auch wenn es manchmal schwerfällt, irgendwas in der letzten Minute noch umzuwerfen, hast du immer noch so einen Plan in der Hinterhand. Dass dein Leben einfach noch erfüllter ist mit Gott. Dass du in deiner neuen Rolle als Pastorin eine Bestimmung findest und auch ganz aufgehst. Ich wünsche ihr einfach, dass sie das beibehält, dass sie die Organisation, die Leitungspersönlichkeit, die in ihr steckt, dass sie das weiter beibehält und daran ist sie richtig gut. Kathi, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, dass Gott dich auf deinen Wegen weiter begleitet und dass du deine Ziele mit seiner Hilfe erreichst. Ja, und ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste, ganz viel Segen in deiner Berufung, in deinem Weg, den du gehen wirst, privat wie im Dienst, in der Gemeinde. Und ich wünsche dir, dass du bei Gott einfach immer wieder zur Ruhe kommen darfst, dass du merkst, immer wieder merkst, dass er dein Zufluchtsort ist, dass er die Quelle deiner Kraft und deiner Inspiration und deiner Weisheit und allem Möglichen ist. Ich wünsche dir das und ich feiere dich sehr. Ich wünsche dir einfach, dass Gott dir ganz viel Kraft gibt für die Dinge, die bei dir im Alltag anstehen, dass du wirklich aus ihm einfach seine Kraft ziehen kannst und dass du auch Zeit für die Dinge findest, die dir wirklich einfach auch Spaß machen und wo du einfach auch mal runterkommen kannst. Und ich wünsche ihr, dass sie immer weiter in Gottes Atmosphäre kommt und dass sie wirklich, egal was sie tut, Gott vertrauen darf und da wirklich immer weiß, was der richtige Weg ist. Und ich wünsche Kathi für die Zukunft viel Erfolg und viel Gesundheit. Ja, Kathi, ich wünsche mir für dich einfach, dass du glücklich bist. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg sehr viel Spaß und sehr viel Glück und
viel Gottes Segen. Ciao. Vielen, vielen.